aktuellen Anlass, kann man sagen. Spielen wir eben mal kurz hinter uns Bilder ein vom Wochenende, wo wieder ein AfD-Büro, diesmal in Linz lag, zerstört worden ist. Wir haben das gestern schon mal debattiert, liebe Freunde, dass wir ununterbrochen auf den verschiedensten Veranstaltungen, bei Vorträgen, bei Demonstrationen sowieso, in einer Art und Weise von dem linken Mob der Straße angegriffen werden, den wir mit Wut und Empörung zurückweisen. Wir wehren uns gegen diese Art der politischen Auseinandersetzung. Wir wehren uns vor allen Dingen dagegen, dass viele von diesen Gruppierungen nicht solo unterwegs sind, sondern teilweise sogar bezahlt von den Gewerkschaften, von der Kirche, von den Jugendverbänden. Mit zunehmendem Erfolg in den Umfragen der AfD steigt auch der Terror gegen uns. Es werden Leute verfolgt, es werden Leute bedroht, ob im Bundesvorstand, in den Landes- oder Kreisvorständen. Es werden Leute beruflich diskriminiert. Ihnen wird nahegelegt, die Partei zu verlassen, ansonsten würden sie ihren Job verlieren. Bürgermeister schreiben in ihrer Amtsfunktion an Hoteliers und Gaststättenbesitzer, dass sie uns nicht beherbergen sollen. Was ist das für ein Zustand in diesem Lande? Ich würde den Hoteliers empfehlen, diese sparte politische Gesinnung auch noch beim Anmeldebogen mit einzuführen und am besten ans Innenministerium in Berlin zu schicken, weil es das bis vor 25 Jahren noch gab, zumindest im Osten Deutschlands. Bis vor 25 Jahren, meine Damen und Herren, die Älteren von Ihnen erinnern sich, gab es eine Erfassungsstelle Salzgitter. Diese Erfassungsstelle Salzgitter war dazu da, dass versierte Staatsanwälte alle kriminellen Delikte, Straftaten der DDR-Regierung gegenüber ihren Bürgern festgehalten hat. In Ost-Berlin hasste man diese Einrichtung, weil sie eben das dokumentierte, was an Unrecht tagtäglich nicht nur an der innerdeutschen Grenze, sondern in allen Städten und Gemeinden der damaligen DDR geschah. Und weil das so ist, meine Damen und Herren, und weil ich auch heute glaube, dass unter solchen Umständen eine Sammlung solcher Vorfälle richtig ist, hat der Landesvorstand Niedersachsen in seiner letzten Sitzung beschlossen, dass wir eine Erfassungsstelle in Salzgitter gründen wollen. Gegen Mitglieder, Angehörige, Freunde und Förderer der Alternative für Deutschland. Wir rufen von Niedersachsen alle unsere Mitstreiter in den anderen Ländern auf, Vorfälle wie jetzt in Dienstlagen und anderswo dieser Erfassungsstelle zuzuschicken, damit es einer ordentlichen Dokumentation zugeführt wird und damit man im Zweifelsfalle diesen oder jenen Landeschef in Bayern oder Baden-Württemberg, in Sachsen oder in Hamburg, in Bremen oder Schleswig-Holstein aufmerksam machen kann, was in seinem Lande eigentlich gerade vorgeht. Von hier aus fachkundige Leute, bevorzugt übrigens Staatsanwälte, vielleicht gibt es ein paar, die das Pensionsalter erreicht haben
uns unterstützen wollen und sagen, jawohl, da bin ich bereit mitzumachen. Wir brauchen 2 bis 3, die sich mit juristischer Fachkenntnis wirklich um die Fakten, nicht um irgendwelche Geschichten drumherum, sondern alleine die klare Faktensammlung dokumentieren, zusammentragen und auch recherchieren, wie die Vorfälle wirklich abgelaufen sind. Ich glaube, liebe Freunde, dass es an der Zeit ist, im Zuge der Erstarkung der AfD und im Zuge des starken Widerstandes und nochmal nicht des Mobs der Straße, der ist gekauft. Wir wissen, dass einige von Ihnen sogar richtige Demonstrationen Anreisegelder bekommen. Und ich habe unlängst bei einer Demonstration die Demonstranten in Mainz aufgefordert, holt euch die 25 Euro lieber vorher, wer weiß, ob der DGB danach noch zahlt. Und weil das so ist, wollen wir damit auch die anprangern, die aus den etablierten Parteien sich mit klammheimlicher Freude dieses Mobs bedienen. Und deswegen